Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga Miri Podcast mit mir. Mein Name ist Miriam und bei mir ist heute die liebe Nina. Und Nina, du bist ja eine sehr vielseitige Frau. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Vielseitig, ja, ich denke eher vielseitig ist jeder, wenn er sich eben sich selbst entdeckt. Ja, also ich würde mich jetzt nicht als unglaublich vielfältig beschreiben. Vielfalt, die Vielfalt bei mir ist das Interesse einfach oder den Hang zur Spiritualität oder eben auch Yoga, was es in mir freigesetzt hat. Ja? Und die Kreativität war vielleicht auch früher schon da, aber eher unbewusst. Und ich würde sagen, dass ich heute Dinge einfach bewusster lebe und vielleicht auch sehe, was mich wirklich interessiert. Und dadurch entsteht eben auch Vielfalt. Weil indem ich einfach mich mehr mit mir selber beschäftigt habe, konnte ich natürlich auch herausfinden, was meine wirklichen Interessen sind. Und daher die Vielfalt, ja, Yoga natürlich, dann Thai-Yoga-Massagen, die ich auch sehr, sehr liebe und mittlerweile unglaublich gern gebe, weil ich mir dabei auch selbst was gebe. Also es ist immer mit diesem jemanden berühren, was mich selbst immer wieder innerlich berührt. Und dann natürlich die Chakrenarbeit, was auch zu Yoga gehört, aber nicht nur, Energiearbeit, Trainings im Einzelnen, also sprich auch jetzt gehe ich oder entwickle die Richtung mehr Richtung Coachings, eben anhand der Erfahrungen von den letzten Jahren, und ich denke, das hört auch nicht auf. Also ich bewege mich schon eher in der spirituellen Welt. Wir werden heute ja über Chakren reden. Und da erstmal die Frage, was sind denn Chakren? Chakren sind eigentlich Bewusstseinszentren im menschlichen Körper. Ja, wenn man das jetzt einfach, oder auch energetische Zentren. Also es geht da nicht um irgendwelche materiellen Dinge. Ja, es ist jetzt, ein Chakra ist jetzt nicht ein Auto oder ein Buch oder ein Haus, sondern es geht tatsächlich um uns selbst. Ja, oder beziehungsweise die Chakren befinden sich innerhalb der Wirbelsäule, vom Steißbein angefangen bis nach oben hin zur Scheitelkrone. Und sie haben eher ihren Ursprung im feinstofflichen Energiesystem des Menschen. Und wir können durch die Chakren bzw. über die Chakren auch uns selber wieder besser finden oder kennenlernen. Ja, weil es gibt immer wieder, jetzt schweife ich schon wieder ab, das passiert mir öfters übrigens, wenn man mal eine Frage stellt. Es ist ein riesengroßes Thema. Man könnte ja da eine ganze Ausbildung oder einen Workshop drüber halten, aber so wie ich es jetzt am Anfang gesagt habe, also dass es wirklich um die Bewusstseinszentren im menschlichen Körper und Energiezentren geht. Und es gibt ja anscheinend sehr, sehr, sehr viele Chakren, aber es gibt auch die Hauptchakren. Wie ist das, wenn du einen Menschen siehst? Siehst du dann, welche Chakren besonders ausgeprägt sind? Ich denke, dass ein sehr weiser Mensch, der wirklich über viele Jahre in der Energiearbeit drinsteckt oder immer wieder in die Energiearbeit zurückfindet oder das regelmäßig praktiziert hat, bestimmt diese Gabe, das auch anhand eines Menschen zu sehen. Wenn ich selber in dieser Energie bin, also sprich, wenn ich viel meditiere, viel Yoga mache, Spaziergänge draußen in der Natur und mich einfach selber mit mir arbeite, kann ich das natürlich auch in anderen besser sehen. Es ist, man sieht es an der Körperhaltung vielleicht oder an der Sprache auch, ja, wie selbstbewusst einer ist. Ist er eher in sich gekehrt, extrovertiert, introvertiert? Die Aura natürlich dann auch nochmal wahrnehmen, was auch nicht immer geht. Das hat ja eigentlich immer mit uns selbst zu tun. Ja? Wie bin ich gerade selber verbunden mit mir selbst? Ja, und nur wenn ich mit mir selbst verbunden bin, kann ich sie auch wieder in anderen erkennen. Und das ist natürlich, hat immer mit Arbeit zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und dann kommt jemand auf mich zu und ich weiß gleich, bei ihm das ist ein Wurzelchakra-Typ oder das ist ein Anahata-Chakra-Typ. Ja. Beim Anahata ist es vielleicht nochmal leichter zu erkennen, die haben schon so eine Besonderheit, wenn sie mit ihrem Herzen verbunden sind, haben sie auch diese gewisse Ausstrahlung, die sie mitbringen. Ja. Oder diese Wärme in der Stimme. Und ich glaube, dass mit dem Anahata-Chakra kann man schon sehr schnell feststellen, ob jemand in Liebe mit sich ist und mit anderen oder mit allem.
Es gibt auch natürlich den Wurzelchakra-Typ, ja, der, aber da geht es dann eher um, wenn man sich mit einem Menschen unterhält und vielleicht gewisse Fragen stellt. Also es geht wirklich um die Fragestellung, wo du es tatsächlich über die Antworten auch besser feststellen kannst, ja. Aber ja, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie gut man mit sich selbst auch in Verbindung steht. Man kann es erlesen, man kann tolle Bücher lesen und dann mit jemandem sprechen und dann sagen, aha, das ist jetzt ein Sakralchakra-Typ. Aber ich würde es jetzt nicht so sehr verallgemeinern, da braucht es schon ein bisschen mehr, um da tatsächlich in die Wertung zu gehen. Und jetzt reden wir hier von Anahata-Chakra, Sakralchakra und ihr fragt euch vielleicht, von was reden die da? Erklären wir doch mal die Hauptchakren. Wie du vorhin schon gesagt hast, geht es ja um die 7 Hauptchakren, über die wir heute sprechen. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten Chakra. Ja? Das ist das Wurzelchakra und das befindet sich ungefähr in der Höhe vom Steißbein. Ja, also wir sprechen praktisch innerhalb von der Wirbelsäule, ist es das erste Chakra ungefähr am Steißbein. Es hat auch die Farbe Rot. Es gibt ja verschiedene Farben, die den Chakren zugeordnet werden. Und die steht eher, wenn ich es gleich erklären darf, für Stabilität, Erdung, ja, Urvertrauen zum Beispiel. Und da kann es sein, dass manche vielleicht weniger oder mehr Erdung haben. Und das wäre eben das Wurzelchakra. Und was können wir noch über das Wurzelchakra sagen? Man sagt ja auch, dass diese Hauptchakren in den ersten 7 Lebensjahren entwickelt werden, ja? Dass die wirklich ausschlaggebend sind oder sehr prägend für unser ganzes Leben. Und beim ersten Chakra geht es eben auch um das erste Lebensjahr, da wo das Urvertrauen dann auch entwickelt wird. Das zweite Chakra ist das Sakralchakra oder Svadhisthana Chakra. Da geht es mehr um die Sexualität, Kreativität. Das ist orange, also die Farbe orange wird dem zugeordnet. Und wenn wir das zweite Chakra zum Beispiel auch erwecken, ist es so, dass wir ja vielleicht eher einen Bezug zu unseren sexuellen Kräften bekommen und einen sehr guten Kontakt auch zu unserer eigenen Sinnlichkeit. Und da geht es auch eher ums zweite Lebensalter, wo wir dann eben diesen Bereich entwickeln können. Genau. Das dritte Chakra, ich mache das gerade alles ein bisschen kurz und knapp, weil sonst verliere ich mich, sonst könnten wir über ein Chakra natürlich auch 20 Minuten sprechen, da gibt es immer so viel zu sagen. Das dritte Chakra, da sind wir dann, bei dem zweiten habe ich noch vergessen zu sagen, dass es unterhalb vom Bauchnabel platziert ist. Stimmt das, dass das 4 Finger unterhalb vom Bauchnabel liegt und das andere gleich 2? Über dem Bauchnabel. Also wir gehen dann praktisch zum Manipura-Chakra, das ist das dritte. Und das untere ist jetzt, ich finde es immer ein bisschen schwer, man kann ja das nicht klar definieren, weil deine 4 Finger sind vielleicht nicht meine 4 Finger. Also es ist ungefähr 2 bis 4 Finger unterhalb vom Bauchnabel, würde ich jetzt sagen. Ja, also etwas über dem Unterleib, aber trotzdem unter dem Bauchnabel. Genau. Das dritte Chakra, das ist das Manipura-Chakra. Das sitzt dann über dem Bauchnabel. Aber da kann man jetzt auch, ob es jetzt 2 Finger sind oder 3, ich glaube, so genau kann man das jetzt auch nicht ermitteln. Da geht es um die Farbe Gelb. Und wir haben, ja, da geht es eher um Selbstvertrauen oder dieses Ich zu entwickeln. Ja? Also sprich, es geht eher um diese Entwicklung des eigenen Ichs, also diese Stärke und Kraft, diese Persönlichkeit, Willenskraft, Selbstvertrauen, kann man auch dazu sagen. Und da geht es um das dritte Lebensjahr. Da ist es oftmals diese Trotzphase, ja. Das kennt man ja von den Kindern, wenn sie was nicht bekommen und sich auf den Boden schmeißen und ich will das jetzt aber und schreien und brüllen und die Eltern halten dagegen. Was vielleicht da ganz wichtig wäre, das habe ich selber auch mal gelesen oder von meinen eigenen Lehrern gelehrt bekommen,
dass man es dem Kind vielleicht nicht immer so schwer machen muss. Ja? Vielleicht gibt man ihm, ohne dass er schreit und sich auf den Boden wirft, auch mal nach und gibt ihm dann das, was er braucht. Ja? Das heißt aber nicht, dass man das jedes Mal machen sollte. Aber da wird eben dieses Selbstbewusstsein entwickelt, was auch unglaublich wichtig ist für uns oder fürs spätere Leben, unsere Dinge also beziehungsweise uns für unsere Sachen einzusetzen und nach vorne zu treiben. Das heißt, ins Tun zu kommen, nicht so sehr in den Gedanken und in dieser Fantasiewelt, das wäre ja schön, wenn, sondern ich bewege jetzt hier was. Ja, genau. Und im Yoga versuchen wir, aus diesen ersten drei Chakren rauszukommen. Was heißt rauszukommen? Wir wollen natürlich, dass wir allen Chakren, also vom Steißbein aus bis zur Scheitelkrone, wo sich die Chakren befinden, dass wir die aktivieren. Ja, das kann natürlich sein, dass ein Mensch, ich musste zum Beispiel sehr stark an meinem Wurzelchakra arbeiten. Ja? Und da hat jeder Mensch einfach vielleicht irgendwas anderes, an dem er arbeiten kann und darf. Und das heißt, wir wollen uns ja weiterentwickeln oder vielleicht auch näher zu uns selbst wiederkommen. Ja? Das sind eben diese persönlichen Erfahrungen, die jeder Mensch macht, auch in der Kindheit, wie man aufgewachsen ist. Was hat die Mutter, was hat der Vater für einen Anteil an der Entwicklung, an der eigenen persönlichen Entwicklung? Und vielleicht stagniert es irgendwo. Ja? Vielleicht wurde ich als Baby nicht so viel getröstet oder man hat mich schreien lassen. Ja? Dieses Urvertrauen konnte sich vielleicht erst gar nicht entwickeln, weil die Hebammen früher gesagt bekommen haben, lass das Kind schreien. Ja? Und heute, es ist ja sehr überholt, heute sagt man, nein, geh zu dem Kind, tröste das Kind, nimm es in den Arm und hab's lieb. Und wenn das gestört ist bei einem, kann es schon sein, dass er immer wieder diese Erdung verliert, auch im Leben. Ja? Dass er vielleicht mit Finanzen Probleme hat, ja? Vielleicht zu sehr in der Fantasiewelt ist oder träumt, vielleicht auch immer wieder zu schnell die Richtung wechselt und Probleme hat zu bleiben. Ja, vielleicht auch mal da zu bleiben. Und ja, das geht einfach um diese Stabilität und Erdung. Und ich kann jetzt nur über mich sprechen, das war jetzt bei mir, hat mir Yoga sehr viel geholfen, ja, weil wir eben diese ganzen stehenden Haltungen haben, diese Kriegervariationen, der Baum, Tadasana schon allein, der Berg, ja, Tada, der auch schon so viel Kraft und Stabilität gibt, auch das Gewicht, Gleichgewicht auf beide Füße, links und rechts, dass wir zentriert sind. Ne? Und das praktiziere ich sehr, sehr viel. Das gibt uns da einfach diese Sicherheit. Und was unglaublich wichtig im Leben ist. Vertrauen ins Leben, Vertrauen in sich. Und da entsteht das eben schon allein mit dem ersten Chakra. Und so kann man sich das mit den anderen weiter vorstellen. Wir waren jetzt beim Manipura, dann gibt es ja noch das Anahata-Chakra, welches die Farbe grün hat, und damit arbeite ich sehr, sehr gerne, und bei dem Anahata kann man nie was falsch machen, also es kann nicht zu wenig Liebe oder zu viel Liebe geben, zu wenig ja, zu viel nicht. Das heißt, sich immer wieder mit dem Herzen verbinden, ja, immer wieder zurück zur Liebe, zurückgehen, da entsteht natürlich dann auch das Mitgefühl, ja, Empathie, was unglaublich wichtig ist. Das ist aus der Essenz der Liebe entsteht einfach vieles. Leben entsteht aus Liebe. Ja? Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen. Yoga hat mich, über die Yoga-Praxis habe ich irgendwann mal aufgehört, Fleisch zu essen. Weil nicht aus dem Grund, weil es jetzt irgendein Trend ist, man isst jetzt kein Fleisch mehr. Das ist auch okay, ist auch schön, wenn das Leute für sich entscheiden, einfach aus dem Trend hinaus. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich irgendwann mal ein Stück Fleisch vor mir hatte und ich konnte es nicht mehr essen. Ich konnte es jetzt noch nicht so wirklich greifen, aber es ging einfach nicht mehr. Und habe das dann irgendwann mal auch abgelegt und habe mich sehr gut dadurch gefühlt. Und und sich immer wieder mit der Liebe verbinden, das bringt uns einfach raus aus dem Groll, Hass, Neid, sondern zurück zur Liebe. Und da denke ich, gibt es ganz tolle Übungen in der Meditation zum Beispiel, ja, indem wir wirklich uns mit der Liebe verbinden oder beziehungsweise mit dem Anahata-Chakra und dann die Farbe grün visualisieren in diesem Bereich oder die Atmung immer wieder durch den Bereich lenken. Und natürlich gibt es auch tolle Übungen wie die Rückwärtsbeugen, ja, wo wir da auch nochmal
Vielleicht weiß ich nicht, der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört, kennt es vielleicht selbst, wenn er das Rad dreimal praktiziert hat, sich dann wieder in Rückenlage legt und dann seinen Herzschlag plötzlich wahrnimmt und das dann intensiv oder es wird warm ums Herz. Ja, oder man spürt so eine Erleichterung oder eine innere Freude, die entsteht. Genau, das ist eher diese universelle Liebe. Unten beim zweiten, was ich vergessen hatte zu sagen, beim zweiten Chakra ging es ja auch um, da geht es mehr um Beziehungen, ja, diese zwischenmenschliche Beziehungen. Und das ist der Unterschied zum Anahata-Chakra, da geht es um die universelle Liebe. Also es geht praktisch nicht um eine romantische Liebe, sondern es geht um in Liebe zu leben, in Liebe sein. Das kann um die Liebe zu den Tieren, zur Umwelt, zu allem, also Verbundenheit mit der ganzen Welt. Wir sind, dass wir nicht getrennt voneinander sind, sondern tatsächlich miteinander verbunden sind. Das hört man von sehr vielen Yogis. Und zwar, umso mehr du dich ja mit deinem Körper beschäftigst, umso mehr hören viele auf, Fleisch zu essen, weil sie sagen, ich spüre die Angst in mir. Und auch wenn ich merke, mein Erdchakra braucht etwas mehr Erde, esse ich Karotten. Und das kann man ja auch machen, um seine Chakren wieder in den Einklang zu bekommen. Zum Beispiel, ich esse unglaublich gerne Trockenfrüchte, Kokoswasser und alles, was in der Luft ist. Aber ich merke, dass mir dann die Erde irgendwann unter den Füßen fehlt. Und durch die Ernährung können wir uns ja auch wieder in Einklang mit den Chakren bringen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also es läuft natürlich über die Ernährung, ja, und da kann man viel dazu beitragen. Also es ist die Ernährung, es ist die Bewegung, es ist der Atem. Das ist eben dieses, wo wir immer wieder die Chakren aktivieren können, ja. Und wie du gesagt hast, immer mal wieder Kartoffeln essen oder eben Karotten oder alles, was so unter dem Boden wächst, ja. Und dann tatsächlich auch natürlich viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Und fleischlos, was ich jedem empfehlen kann. Ich muss aber sagen, also da bin ich auch sehr ehrlich, habe jetzt dieses Jahr auch schon mal zwischendurch wieder Fisch gegessen. Ich hatte jetzt jahrelang verzichtet. Irgendwie hat es mein Körper verlangt. Ja? Und ich habe mich auch nicht dagegen gewehrt. Also am Anfang schon. Und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, nee, irgendwas wird es wohl sein, warum ich das jetzt wieder zu mir nehme. Es ist natürlich auch so, muss ich sagen, wenn man mit Yoga beginnt, ja, oder dann Richtung Energiearbeit tatsächlich oder weitergeht. Man geht ja immer weiter. Ja. Man merkt, huch, da verändert sich was. Der Körper verändert sich, er wird gesünder mit der Zeit. Plötzlich hat man weniger Schmerzen. Ja. Man wird vielleicht nicht mehr so oft krank. Die Erkältungen sind vielleicht nicht mehr so schlimm. Ja. Vielleicht sind sie nur noch so oberflächlich oder leicht. Das Hautbild verändert sich. Also es ist ja wirklich in verschiedenen Ebenen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen verändern sich. Ja? Man kann es ja wirklich in verschiedenen Bereichen erleben. Man selber verändert sich oder kommt, wie gesagt, näher wieder zu sich, bei sich selbst an. Und da spielt natürlich alles eine Rolle. Ja? Also definitiv die Ernährung, natürlich die Bewegung, der Atem, einfach der physische Körper, ja, dass wir uns einfach auch um unseren Tempel, sage ich immer gern, unser Körper ist unser Tempel, um den sollen wir uns kümmern, er hält uns gesund und dann gehen wir weiter, dann gehen wir wieder in tiefere Schichten, ja, indem unser Körper sich gesund und gut anfühlt, haben wir weniger Schmerzen und dementsprechend können wir natürlich uns auch wieder besser auf das Geistige konzentrieren, ja, und vielleicht da mehr bewegen, uns für Spiritualität insbesondere öffnen, ja, spirituelle Bücher lesen und dann einfach auch immer wieder an sich arbeiten. Ja, und sich öffnen, Dinge wahrnehmen, intuitiv handeln, da sind wir auch schon beim nächsten Chakra. Das liebe Stirnchakra, eine Chakra. Da geht es ja um das zentrale Thema, wie du es gerade schon angedeutet hast, um die Intuition, Weisheit, Erkenntnis, Wahrnehmung, Fantasie hatten wir vorhin auch schon den Begriff und Vorstellungskraft, Selbsterkenntnis. Ja, da ist es eher die Farbe dunkelblau. Ja, manche sagen Indigo oder dunkelblau. Und der Bereich wird zugeordnet an dem Punkt zwischen den Augenbrauen, sagen wir. Ja, also zwischen den Augenbrauen und oberhalb vom Nasenbein. Beziehungsweise habe ich es jetzt richtig gesagt. Ja, aber im Stirnzentrum eben, ne?
Und da sitzt die Weisheit oder die Intuition. Und dieses Chakra, also ich arbeite sehr gern mit dem Stirnchakra, auch vor allem in Meditation, weil man, wenn man wirklich, also zum Beispiel nach einer Yoga-Praxis, nach einer intensiven, ich gehe jetzt mal vom Ashtanga oder Shivamukti aus, wenn man danach sich hinlegt oder beziehungsweise dreimal das Rad praktiziert hat und dann in Rückenlage kommt, in der Gebetshaltung die Daumenlänge an den Punkt zwischen den Augenbrauen anbringt, dann kann man oftmals auch mit geschlossenen Augen so ein Lichtlein wahrnehmen in dem Bereich. Ja? Und das ist, ja, das ist, man da kann manchmal, bei jedem ist es vielleicht eine andere Farbe, wenn's, wenn du dich, je weiter du dich öffnest oder die Energien zulässt, kann es dann auch so ein weißes Lichtlein geben. Und wir arbeiten da tatsächlich an der Intuition, dass wir eben dieses sogenannte Bauchgefühl, was wir sagen, besser wahrnehmen können. Ja? Man kann es ja zum Beispiel mit einer Liebesgeschichte verbinden, wenn du zum Beispiel... Das hat mir ein Lehrer mal gesagt, das werde ich nie wieder vergessen. Es hat sich bei mir so festgesetzt. Da ging es wirklich darum, vielleicht kennt es jeder von uns, wenn er plötzlich seinen Partner nicht mehr küssen mag. Ja? Also der Körper meldet sich. Und intuitiv wissen wir, da stimmt was nicht. Ja? Also man kann ihn nicht mehr riechen oder man mag es einfach nicht mehr. Man mag ihn nicht mehr küssen. Und oftmals, bis wir eine Entscheidung treffen, obwohl eigentlich wir schon wissen, dass was nicht stimmt und dass es nicht mehr geht oder in Ordnung ist, braucht es manchmal noch ein, zwei Jahre, bis wir tatsächlich eine Entscheidung treffen, ja, und sagen, hey, oder nicht rechtzeitig, oder wir nehmen etwas wahr, wir stecken jetzt in einer Beziehungskrise, was mir auch schon passiert ist, und du weißt eigentlich, dass es nicht richtig läuft. Also dein Bauchgefühl sagt dir, hey, das stimmt doch was nicht, das kann nicht so sein, ja. Und trotzdem ignorierst du es weiterhin, weil es auch mit Schmerzen, also es kann ja auch wehtun. Und manche Menschen haben gar nicht so den Bezug zu ihrer Intuition oder lassen es nicht zu. Und deswegen kannst du über Yoga tatsächlich auch dahingehend deine Intuition stärken und besser wahrnehmen mit der Zeit. Und vertraust auch mehr. Also deswegen ist es ja auch wichtig, alle Chakren, immer wieder sich um alle Chakren zu kümmern. Also es reicht nicht aus, wenn du nur mit deinem Stirnchakra arbeitest und null Erdung hast. Ja? Also sprich, brauchst du trotzdem die Erdung und dann auch die Öffnung, die Weite, die Öffnung zur Spiritualität. Jetzt habe ich meinem Partner einen dritten Augestein gegeben und ich habe gesagt, du brauchst die Idee für deinen Diplomfilm, leg dir diesen Stein auf dein drittes Auge und du musst das einfach ganz oft machen. Irgendwann kommt eine ganz, ganz gute Idee. Der Stein ist ganz klein. Glaubst du, es bringt wirklich was? Jetzt geht es um den Stein. Erstmal finde ich das total süß. Also es ist ja eine unglaublich süße Idee, seinem Partner so ein Geschenk zu machen. Und schon allein das müsste eigentlich, wenn er dran glaubt, kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Das ist halt, es hat ja auch manchmal einfach mit Glaube zu tun. Ja, also dass das auch rausgekitzelt wird oder ein Impuls gesetzt wird von dir. Du hast ja ihm praktisch so einen Stoß gegeben oder einen Schubser in irgendeine Richtung. Und manchmal reicht das schon. Ja, es muss jetzt nicht immer alles perfekt sein, es muss jetzt auch nicht der Stein sein. Hier zum Beispiel haben wir bei dem Stirnchakra den blauen Saphir, blauer Turmalin und Opal, also das sind die Edelsteine zu diesem Chakra. Vielleicht war es jetzt nicht der Edelstein und es funktioniert trotzdem. Vielleicht hast du deine Energie in seine Richtung gelenkt und es hat was mit ihm gemacht. Also es muss nicht immer der passende Stein sein, sondern einfach... der Glaube. Und würdest du sagen, das gilt auch für so kleine Geschenkartikel im Buchladen? Weil vor 3 Jahren, da waren Chakren einfach in. Da gab es alles für die Chakren. Es gab Chakren-Kochbücher, es gab Chakren-Fahnen, es gab Chakren-Plastikzeugs. Und hier gibt es ja auch manchmal ganz absurde Dinge. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich finde schon mal, wenn du ganz viel einkaufen musst, damit es dir besser geht, ist schon mal der falsche Weg. Weil dann hast du ja nichts gelernt oder bist eigentlich nicht wirklich offen. Das heißt, du kaufst wieder alles Mögliche, weil du denkst, es heilt dich dann. Und du
musst an dir arbeiten. Also sprich, es bringt nichts. Du kannst dir noch so viele Steine um den Hals legen. Du kannst zig Malerketten tragen, die tollsten Steine und einen Haufen Geld ausgeben, weil Edelsteine auch was kosten. Du kannst natürlich auch, ich denke, es macht schon auch Spaß, mal sich mit einem Chakrenbuch auseinanderzusetzen und da auch mal was Tolles zu zaubern. Aber um das geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, das ist ja auch wieder eine Flucht in irgendetwas. Ja? Das heißt, ich muss jetzt ganz viel, andere müssen mir wieder helfen, andere müssen mich bedienen oder ich bediene mich wieder, indem ich konsumiere. Ja? Und das wird mir ja dann schon helfen. Und das bringt ja alles nichts. Also sprich, du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen, wenn du etwas verändern willst, wenn du Muster durchbrechen willst. Und da fängt es an. Ja? Wenn du dann, früher hast du vielleicht dann die tollsten Leggings geshoppt, ja, und dann hast du vielleicht 20 tolle modische Yoga-Leggings und dann sind es jetzt eben die Edelsteine, aber was bringt es dir tatsächlich, wenn du nicht anfängst, bei dir, an dir selbst zu arbeiten? Ja, mit ganz vielen Steinen, das sah ja dann so aus wie in so einer Schatzkammer vom König und da sind wir auch schon beim nächsten Chakra und zwar dem Kronenchakra. Das wäre das Sahasrara-Chakra, ja, so, da geht es eigentlich tatsächlich um die Spiritualität, Erleuchtung, Gotterkenntnis, Selbstverwirklichung, Erfahrung mit der geistigen Welt und ja, diese Verbundenheit mit allem, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat die Farbe Violett oder Weiß oder Gold. Ja, man kann auch das in der goldenen Farbe sehen. Und ja, ich denke, dass der Step ist, wenn du wirklich alle Chakren mal aktiviert hast oder in diesen Bereich tiefer reingehst. Ich gehe davon aus, dass das Sahasrara-Chakra oder Kronchakra Leute wie Dalai Lama und ebenso diese wirklich weisen Menschen, ja, über die wir lesen, spirituelle Meister, dass die diese Verschmelzung oder Erleuchtung tatsächlich auch hatten. Man kann daran arbeiten, vielleicht gibt es auch Yogis oder andere Menschen. Es muss jetzt auch kein Yogi sein, es kann auch ein Künstler sein, ja, bei dem das sich eröffnet. Ich denke halt, je mehr du dir deinen Energien bewusst bist, immer wieder daran arbeitest oder genau wie mit dieser Aura-Reinigung, ja, also sprich, jeder Mensch hat ja auch eine Aura um sich, ja, und die kann man auch lernen, irgendwann mal wahrzunehmen, an sich oder mit anderen Menschen, indem man eben tiefer in diese Chakrenarbeit geht. Und es gibt ja auch Heiler oder Schamanen, ja, die da auch so eine gewisse Öffnung haben. Und ja, ich denke, man sollte das nicht als Ziel sich setzen, dass das Kronenchakra jetzt hier aufgeht oder dass man da, dass diese Aktivierung jetzt hier deutlich spürbar ist im Alltag. Ich denke, das passiert einfach vielleicht in einer Meditation plötzlich, wenn man sehr viel meditiert hat oder ja, es ist diese Verschmelzung, diese Glückseligkeit einfach und Einheit, was glaube ich, so dieses Karma-Leben, was wir ja führen, oder dieses karmische Leben. Und da eben wieder, immer wieder drauf achten sollten, wenn ich jetzt noch kurz zu den anderen Chakren zurückgehe, eben diese gewaltlose Kommunikation üben, uns üben in gewaltlose Kommunikation. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich sehe es auch an mir, hoppla, okay, da hätte es jetzt vielleicht ein bisschen anders sprechen dürfen oder besser zuhören können. Aber vielleicht die Erkenntnis zu haben, insgesamt, dass wir nicht alles perfekt machen, ja, dass wir praktisch immer wieder in diese Selbstreflexion gehen, dass wir immer wieder schauen, okay, wo kann ich wieder ansetzen, sich selber annehmen, akzeptieren mit dem, wer man ist, was ganz wichtig ist und trotzdem nicht stehen bleibt, immer wieder schaut, was kann ich vielleicht wieder anders machen oder verbessern. Ja, und um das geht es eigentlich. Und ich denke, dieses Kronenchakra ist einfach das Allumfassende, wie das Mantra Om. Wenn wir nun auf die Welt kommen, dann können wir ja noch nicht laufen. Stimmt es, dass unser Erdchakra dann noch nicht so ausgebildet ist und wir mehr mit dem dritten Auge verbunden sind? Ja, das kann schon gut sein. Also ich
weiß es jetzt selber nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, das ist tatsächlich so, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass wir da die Kinder ja eine ganz andere Wahrnehmung haben, ja. Die sind ja viel mehr mit ihren Sinnen in Kontakt. Das heißt, sie nehmen ja andere Sachen viel besser wahr, indem sie vielleicht da noch nicht mit dieser, wie du sagtest, schon keine Erdung haben in dem Moment. Vielleicht haben sie doch die Erdung auf einer anderen Weise, weil die Eltern sie ihnen geben. Ja, diese Stabilität, dieses Getragenwerden, Sicherheitsgefühl. Und dadurch natürlich vielleicht auch mit dieser Intuition besser verbunden sind. Wir kennen das ja auch von Kindern selbst, wenn sie anfangen zu laufen, dass die einfach die Wahrheit sprechen. Kinder sprechen einfach die Wahrheit und durch das, was sie wahrnehmen, sehen, reagieren sie auch. Ja, also entweder sie schreien, weil sie sich erschrecken, Angst haben, oder sie sind ganz ruhig und beseelt, ja, weil sie diese Liebe empfangen. Und ja, ich gebe dir recht, das kann schon auch zusammenhängen, aber ich würde es jetzt nicht ganz klar, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich tatsächlich so ist. Was hat sich denn bei dir im Leben geändert, seit du mit deinen Chakren arbeitest und sie bewusst bearbeitest? Was sich verändert hat, also die Gesundheit hat sich verbessert. Also ich würde mehr sagen, dass ich mich körperlich fitter fühle und viel schneller merke, wenn jetzt zum Beispiel irgendetwas nicht stimmt. Früher hätte ich das gar nicht wahrgenommen. Also diese ganzen irgendwann mal wäre ich einfach zusammengebrochen. Ich hatte tatsächlich ein Erlebnis mit einem Burnout, weil ich vor Jahren mich gar nicht wahrgenommen, also wirklich war, ich habe meinen Körper nicht richtig wahrgenommen. Ich konnte mich nicht richtig spüren und das hat sich natürlich verbessert. Ich merke jetzt viel schneller, okay, ich habe jetzt zum Beispiel drückt es irgendwie oder zwischen den Schulterblättern habe ich Verspannungen und dann weiß ich auch gleich, was zu tun ist. Ja, ich weiß, welche Übungen ich machen kann oder welche Bewegung mir gut tut und brauche da nicht mehr so lang, sondern ich mache das dann und mir geht es schon viel besser. Das heißt, ich fühle mich einfach viel gesünder. Das spirituelle Bewusstsein hat sich tatsächlich erhöht. Das hört sich vielleicht immer komisch an, aber mir fällt es viel leichter zu meditieren, ja, oder zur Ruhe zu kommen. Früher habe ich sehr viel in Ablenkung gelebt, bloß nicht alleine sein, bloß immer mit ganz vielen Menschen unterwegs sein. Und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich sehr gerne alleine bin, mit mir selbst. Also ich brauche jetzt niemanden, der mich jetzt in dem Moment glücklich machen muss, sondern ich setze mich dann in die Meditation und genieße das oder ich gehe laufen, ich gehe spazieren, ich gehe in den Wald, ich schnapp mir ein tolles Buch und lese einfach nur, ja, es tut unglaublich gut. Und die zwischenmenschlichen Beziehungen haben sich verbessert, weil man irgendwann mal nicht mehr so eine hohe Erwartungshaltung an andere hat, sondern man legt die ab. Das heißt, alles ist freiwillig. Die Freundschaften funktionieren besser. Ja, und das freut mich sehr. Früher hat man vielleicht noch Dinge bei anderen gesucht. Also sprich, wie soll ich das am besten beschreiben? Heute bin ich nicht auf der Schuldsuche, wer hat Schuld? Sondern wenn ich merke, mir geht es nicht gut, hat es was mit mir selbst zu tun und nicht mit anderen. Und weiß jetzt vielleicht auch, was zu tun ist. Und dann fange ich wieder an. Und wenn ihr jetzt merkt, ihr braucht etwas, das euch gut tut, dann könnt ihr gerne sehen, wie Nina und ich gemeinsam eine kleine Meditation machen, die Nina anleitet. Und da seht ihr auch ihr ganzes Wesen in Bild. Der Weg zum Video ist in den Shownotes verlinkt. Und wie kann man dich denn nun finden, wenn man noch mehr Kontakt zu dir will und mit dir an den Chakren arbeiten will? Natürlich im Yoga-Haus in Metzingen. Ansonsten ist es so, dass ich gerade auch an meiner Website arbeite. Also das Yoga-Haus ist ja von mir und meiner Schwester gegründet worden in Metzingen, von der Claudia und mir. Und da kann man natürlich auch per E-Mail uns kontaktieren. Ansonsten habe ich auch meine eigene Website, die gerade in Arbeit steckt, weil ich ja auch weitergehe. Das heißt, ich erweitere gerade auch für Coachings. Da habe ich jetzt auch eine Mentorin und werde da Richtung Lichttherapie gehen, was auch viel mit Energiearbeit zu tun hat.
Und da gibt es dann bald mehr. Ansonsten bei Instagram natürlich, da heiße ich Nina Bartz. Da kann man mir auch jederzeit gerne eine Nachricht schicken und die E-Mail-Adresse müsste da drin normalerweise auch nochmal gelistet sein. Ja. Dann gehen wir jetzt schon mal meditieren und vielleicht kommt er ja mit. Dann tschüss, bis gleich. Tschüss, schönen Tag euch, bis bald hoffentlich.